Als Muslime sind wir überzeugt, dass Allah subhanahu wa ta'ala in der Menschheitsgeschichte wiederholt Gesandte und Propheten zu verschiedenen Völkern entsandte, die ihnen Gesetze und eine Offenbarung brachten, um ihnen die richtige Lebensweise beizubringen. Jedem von ihnen gab Allah subhanahu wa ta'ala ein Wunder mit, damit sie beweisen konnten, dass sie im Auftrag Allahs kamen. Durch Allahs Erlaubnis spaltete Musa a.s. das Meer und heilte Isa a.s. Kranke. Doch sind diese Wunder keine, die wir heute noch wahrnehmen können, weil sie sich auf ihre Lebenszeit beschränken. Wir sind von der Wahrheit dieser Geschichten überzeugt, weil Allah subhanahu wa ta'ala sie im Koran erwähnt. Und dieser Koran stellt wiederum das Wunder unserer Zeit dar. Das Wunder des Koran ist eins, das zeitlos ist und auch sein muss, weil dieser Botschaft keine andere folgen wird. Das Wunder des Koran ist der Grund dafür, mit Gewissheit sagen zu können, dass alles, was darin steht, zweifellos der Wahrheit entspricht und dass jeder Mensch danach leben muss, wenn er sich erhofft, ins Paradies einzutreten. Dieses Wunder ist eins von intellektueller Natur, das sich in seiner sprachlichen Erhabenheit durch seine eloquente, präzise und wunderschöne Wortwahl ausdrückt. Und darin liegt auch die Herausforderung für jeden, der meint, dass dieses Buch nicht von Allah ist, sondern von einem Menschen verfasst wurde. Allah subhanahu wa ta'ala spricht im Koran: Oder sagen sie, er hat ihn ersonnen. Sag, dann bringt doch 10 ersonnene Suren bei, die ihm gleich sind. Und ruft an, wen ihr könnt, außer Allah, wenn ihr wahrhaftig seid. Allah subhanahu wa ta'ala fordert die Menschen hier dazu auf, dass sie 10 ebenbürtige Suren wie im Koran bringen sollen, wenn sie meinen, dass dieses Buch nicht von Allah ist. Wenn es nicht von Allah subhanahu wa ta'ala sein sollte, dann sollte doch irgendjemand in der Lage sein, etwas hervorzubringen, das dem gleicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala macht es den Menschen sogar noch einfacher. Anstatt 10 Suren erwartet er subhanahu wa ta'ala nur noch eine von ihnen. Dabei besteht die kürzeste Sura aus gerade einmal 3 Versen und 10 Wörtern. So sagt er subhanahu wa ta'ala in Surah Baqarah: Und wenn ihr im Zweifel über das seid, was wir unserem Diener offenbart haben, dann bringt doch nur eine Sura gleicher Art bei und ruft eure Zeugen außer Allah an, wenn ihr wahrhaftig seid. Nur eine einzige Sura, die dem sprachlichen Niveau von Surat al-Kawthar gleicht, würde reichen, um den Koran zu widerlegen. Doch hat es bis heute niemand geschafft. Und bis Yawm al-Qiyamah wird niemand dazu in der Lage sein. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter in Surat al-Baqarah: Doch wenn ihr es nicht tut, und ihr werdet es nicht tun, dann hütet euch vor dem Höllenfeuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Es ist für die Ungläubigen bereitet. Alle Menschen, die den Islam in der Vergangenheit und Gegenwart zum Feind nahmen, sie hätten ihre Hände nicht im Blut tauchen müssen. Sie hätten keine Hetze betreiben müssen und sie hätten keine Ressourcen aufbrauchen müssen, um den Islam und die Muslime zu bekämpfen. Sie hätten nicht Milliarden von Dollar ausgeben müssen, um in Afghanistan und im Irak zu intervenieren und den sogenannten Krieg gegen den Terror zu führen. Eine Sura, die einer der Suren im Koran gleicht, hätte gereicht, um den Kampf für sich zu entscheiden. Das ist das Einzige, was sie machen müssten, um knapp 2 Milliarden Muslime vom Islam abzubringen und ihn in Vergessenheit geraten zu lassen, braucht es nur eine einzige Sura. Damit hätten sie den Kampf gewonnen und hätten Ruhe. Doch bis zum heutigen Tage ist es ihnen trotz ihrer Intellektuellen, ihrer Thinktanks und auch nicht durch künstliche Intelligenz gelungen. Dies zeigt uns, dass dieses Buch nicht von einem Menschen sein kann und nur von jenem stammen kann, der den Menschen erschaffen hat. Und das ist Allah, subhanahu wa ta'ala. Auch heute hält dieser Kampf noch an, bei dem man versucht, den Islam davon abzuhalten, dass er zum alten Glanz und Kraft zurückkehrt. Doch mit jedem Tag, der vergeht, an dem unschuldiges Blut vergossen wird, mit jedem Tag, an dem zu Unrecht getötet wird, mit jeder dieser Tage, Stunden, Minuten und Sekunden, die uns in unserer Brust schmerzen und uns in tiefe Trauer versetzen, kommt diese Umma ein bisschen mehr zur Besinnung. Diese Umma ist ein schlafender Riese, der nur darauf wartet, aufzustehen, sich zu erheben, die Ungerechtigkeit auf dieser Welt zu beseitigen
und die Menschheit mit der Rechtleitung des Islam anzuführen und Gerechtigkeit walten zu lassen. Diesen Riesen könnte man in einen ewigen Schlaf schicken, wenn man nur dazu in der Lage wäre, ihm seinen Antrieb zu nehmen, indem man die Worte Allahs widerlegt. Aber dies ist eine Aufgabe der Unmöglichkeit. Und so bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er den schlafenden Riesen schnellstmöglich zum Erwachen bringt.